Psychologen haben in Experimenten nachgewiesen, wie leicht es ist, Menschen zu schrecklichen Taten anzustiften. Wie konnten Menschen anderen Menschen solches Leid antun? Auch Psychologen, vor allem in den USA, stellten diese Frage. Woran lag es, dass Soldaten und Wärter selbst unmenschlichste Befehle befolgten? Waren die Deutschen besonders obrigkeitshörig? Auch Stanley Milgrams These war: Germans are different. Mit seinem Experiment zum Gehorsam versuchte er 1961 das Phänomen zu erklären. Milgram war davon beeindruckt, wie im Dritten Reich Aufseher bereit waren, Menschen zu quälen, sie geradezu zu töten. Es hat ihn so beeindruckt, dass er die Frage stellte, ob sich in einem Experiment Näheres darüber klären lässt, warum sie dazu bereit sind. Der Versuch wurde in der Folge in vielen Ländern wiederholt, auch in Deutschland. Auf die Probe gestellt wurde dabei nur der Lehrer. Schüler und Versuchsleiter waren Schauspieler. Die Frage war: Würde der Proband, also der Lehrer, diese Stromstöße tatsächlich auch geben, zum Wohle des angeblichen Lernexperiments? Zahn, Hund, Zahn. Die Antwort war schnell klar. Ja, er würde. Falsch. Es sind 255. Machen Sie weiter. Stumpf. Und fast alle Probanden machten weiter. Immer weiter. Obwohl der schauspielernde Schüler sehr überzeugend schrie und bettelte. 330. Selbst die maximale Voltzahl gaben 2/3 der Probanden. Nicht bedenkenlos, doch sie gaben sie. Weil der Wissenschaftler stets betonte, das Lernexperiment erfordere es. Aber nicht alle Lehrer gaben ihre eigene Verantwortung an die höhere Autorität ab. Der Sinn des Experiments liegt darin, dass wir feststellen wollen, wie die Auswirkung der Bestrafung auf das Lernen wirkt. Also es geht nicht anders an, als dass sie ihn jetzt bestrafen. Was ist jetzt dran? Ja, es wären 300 Euro dran. Also? Die gebe ich ihm nicht. Ja, selbstverständlich. Das mache ich nicht. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt.